Leute, willkommen zu Game Inks. Durchgenudelte Deswopper Nummer 11 sind wir. Wir haben sehr lange an Rätseln gehangen und wir werden auch noch lange an Rätseln sitzen, aber ich hoffe, wir werden nicht die 15 überschreiten, sondern das jetzt langsam aber sicher mal zu einem Ende kommen lassen. Na dann. Deswegen sage ich, dass ich die Aufnahme mal starte. Und ich sage, fortfahren. Hast du die Klappe gemacht? Ja, die brauchen wir auch noch. Ha! Dass wir auch einen Sound drin haben. Gut. Wo sind wir denn? Da. Es ist immer die ewig gleiche Frage. Bist du sicher, dass es der richtige Weg ist? Ich weiß es nicht. Wir sind zurückgegangen. Ja, ja. Ich weiß auch, wo wir jetzt wieder hangen. Ja. Hier, ne? Oh, da knirscht's. Da knirscht. Ja, unter den Schuhen. Ah, das ist, weil man da verliert man schon einen, ne? Ja, ja. Den unten rechts nehmen sie der weg, ne? Hm. Wie war denn das? Ich behaupte, man muss gucken, dass man da irgendwie zwei gleichzeitig draufkriegt. Ich behaupte, man muss einen auf der Decke haben, den man irgendwie durchschleust, weil sonst wäre das oben links nicht vonnöten. Oder dass man sich einmal irgendwie drumherum arbeiten muss. Du hast den Ton da nicht ausgestellt, richtig? Oh. So. Sonst ist das blöd. So, und jetzt einer an die Decke. Ich bin mir halt echt noch unsicher, ob der unten rechts noch eine Bedeutung haben könnte. Weil der kann ja nicht dauerhaft nach links laufen, ne? Das ist auch nicht. Weil von der Position aus, wo du jetzt bist, kannst du ja zu dem unten rechts woppen, wenn du ihn weiter vorholst. Ja, ich weiß nicht. Oder auch nicht. Da kannst du nichts machen. Nee, ne? Nee, das ist diesmal reines, lila, violettes, Magenta-Licht, wie auch immer. Versuchen wir was. So was geht. Ja, aber auch sehr minimal. Sehr minimal. Aber es geht. Verdammt. Bringt dir halt nichts, du kannst dich da nicht hochswappen. Naja. Wie war das mit dem oberen? Macht man das? Was macht man mit dem oberen? Wie meinst du? Also was macht der obere Knopf? Der macht's auf, ne? Ja. Und der untere macht's Licht vorne weg. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Rätselslösung ist. Ja, man weiß es nicht. Ich denke mir, dass die Idee anfangs von dir nicht schlecht war, letztes Mal, dass man da einen hochsetzt, also auf diesem Weg einen durchsetzt. Ja. Sonst die Lücke fragwürdig. Ja. Aber warte mal, hilft uns das vielleicht? Wofür? Shit. Fuck. Nee, wollte ich nicht sagen. Ah, ich glaube, ich bin da an etwas dran. Ich nehme mal hier einen Platz hier. Jetzt gehen wir zurück.
nicht genau die gleiche Situation wie vorhin? Fuck! Ja, schon. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Nee, das geht nicht. Du stehst im Licht. Immer noch. Einer ist zu viel. Ja. Ich kann dir auch sagen, welcher. Aber das wäre schon mal so, ne? Ja, das haben wir schon ein paar Mal erreicht. Ja, wenn du jetzt noch den oben an der Decke wegkriegst, dann hast du mich überzeugt. Aber auch nur dann. Das rote Licht geht gar nicht. Das ist zum Kotzen. Und? Ich bin noch dabei. Ich dachte, du hast dir Gedanken gemacht. Ich habe mir auch Gedanken gemacht. Wahrscheinlich nicht über das Spiel. Doch. Du bist bis jetzt noch mit nichts Besserem vorangekommen. Ich habe bisher auch noch nicht gespielt. Dennoch. Vielleicht muss man erst den unteren Knopf rausmachen und kann dann auf jeden Fall schon mal einen vorne hin positionieren irgendwo. Weil letztlich muss ja einer vor und bis vorlaufen kann man nicht, weil sonst die Knöpfe nicht mehr belegt sind. Ja, man muss sich hinswappen. Zwei auf den Knöpfen. Man braucht unten einen, man braucht oben einen auf dem Knopf. Also wir brauchen auf jeden Fall den hier. Ja, die Frage ist, ob wir ihn zuerst brauchen. Ich weiß nicht. Halt die Frage, ne? Wie spare ich mir da einen auf? Entweder, dass ich den da weiter nach rechts, dass es den aufhebt. Wen da? Den, der jetzt unten ist. Der auf dem Kopf stehende unten. Nee. Der ganz unten. Ganz unten. Der steht ja richtig. Der müsste hier einen hin positionieren und Ende. Der oben rechts muss da hin. Ja, wie bringe ich den da hin?
bringe ich den dahin, ohne dass die runterfallen. Oder hochfallen. Oder hochfallen. Oh. Vielleicht muss ich erst auf den Kopf und dann die Geschichte machen. Du kannst aus dem lila Licht einen setzen. Ja. Vielleicht kannst du mit dem bis ans rote Licht vorgehen. Dann bist du links oben an den Wechsel schon ziemlich nah. Oder kannst du aus dem roten Licht auch eins? Na, jetzt kannst du einen bis oben rechts setzen unter Umständen. Wenn es was bringt. Ja. Ja, dann bist du mit dem links auf jeden Fall schon nah am Wechsler. Sollte der vonnöten sein. Ich weiß es auch nicht. Wenn ich jetzt genau das gleiche Spiel wieder habe. Ja. Das gibt's da nicht. Ja. Ich habe irgendwie so das Gefühl, müsste ich da ein bisschen Zeugs schaffen. Aha. Gibt uns das weiter? Keine Ahnung. Ich befürchte es. Du befürchtest es? Ich befürchte es nicht. Ach so. Oder wie auch immer. Nein, um es kurz zu ein Ohr. Naja, jetzt ist die Frage, ob das geschickt war, ne? Ich weiß es nicht. Spätestens wenn du den Schalter da oben um wechselst, fällt er ja schon runter, dann kannst du nicht mal rein. Muss beide, ne? Das ist das Problem, okay. Du kannst aus dem lila Licht einsetzen. Sich jetzt ducken könnte, würde es einem auch nicht viel bringen, weil er sich ja oben auch duckt. Das ist richtig. Ja. Damn it! Das erinnert mich an was. Was denn? An die Situation gerade eben. Das gibt's doch nicht. Ich frage jetzt dann halt, wie du den vierten kriegst. Ne? Ja. Das gibt's doch nicht, dass das so schwer ist. Ich bin mir sicher, dass die Lösung sehr einfach ist. Das weiß ich nicht. Doch. Also meistens ist das ja so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Ne?
Da macht's klick, klack. Ach ja. Jetzt haut das alles hin, aber es ist einer zu viel. Neun Sphären würden wir bekommen. Mach's mich ganz hebelig. Danke. Oh, ernsthaft? Was? Das macht dich hebelig? Ja. Soll ich mir übernehmen? Oder hast du noch eine Idee? Nee. Mich nervt es nur zur Zeit gerade. Zur Zeit? Ja, die letzten paar Folgen kommt man einfach nicht voran. Also. Wir kommen hierher. Wir müssen zwei Schalter umlegen. Einen Wechsel rechts, einen Wechsel links. Das haben wir ja begriffen. Ja, ich rekapituliere noch einmal die Situation. Die ist beschissen, die Situation. Ja. Das ist halt nicht sehr aussagekräftig. So. Ich kann einen... Ach ja, der Cursor wieder. Kann ich keinen setzen. Ich kann unter Umständen schon hier hinsetzen. Aha. Das bringt sich ja nicht weiter. Glücklicherweise, ja. Bin mir sicher, man muss. Das Ding ist, ich habe mittlerweile auch ein Déjà-vu von dem Ding. Als hätten wir das schon mal gelöst. Kackrätsel. Ich bin mir sicher, man muss zuerst einen oben setzen. Ja, oder? Und dann wahrscheinlich in so einem Art Dreieck. So. Jetzt kann ich natürlich keinen hier setzen. Aber ich könnte hier wieder einen setzen. Unter Umständen. Ja, mach doch mal. Vielleicht. Das bringt uns ja alles nichts. Das bringt uns ja alles nichts. Swappen kann ich hier nicht. Ich könnte jetzt den runterholen. Dann hätten wir wieder die Situation. Aber ich kann mal ins blaue Licht swappen, oder? Ja. Wenn der da links, also der unterste weit genug links steht, haut es dann nicht hin. Wenn du jetzt in den oberen dich swappst. So? Ja, und jetzt da unten einen hinsetzt, dass er genau hier hin. Ja. Nee, das bringt uns auch nichts. Das bringt uns nichts. Nee, wir müssen gucken, dass der obere möglichst weit links steht. Ja, aber wie soll man das denn machen? Das ist die Frage. Ich meine, wir können mit dem da oben nicht wechseln oder dergleichen. Und wir können keine neuen setzen. Wir können höchstens hier einen hochsetzen und ihn immer weiter nach rechts befördern. Andersrum kriegen wir das nicht hin. Oder? Wenn man in den unteren wechselt und den... Doch, wechselt man den unteren. Und jetzt geh nach links, sodass du den einsammelst. Das sammelt den gar nicht ein. Das ist eine Rotzkacke.
Aber die berühren sich doch. Ja, man sammelt sie nicht ein. Ist hier eine. Die Lampe geht gar nicht. Ja. Aber man kann natürlich. Ach so, nee, ich bin jetzt im Boden. Scheiße. Wollen wir nicht ein anderes machen? Wir müssen alle machen letztendlich. Ja, dann machen wir ein anderes. Oh. Das ist ein ätzendes Rätsel. Vielleicht hat ja ein anderes Rätsel einen Schlüssel für uns parat. Ich meine. Dann lass mal hochgehen. Ja. Wie lange laufen wir denn schon? Schon wieder 20 Minuten und nichts gerissen. So, sind wir schon da? Ja. Das flimmert nicht schlecht da draußen. Ja, wahrscheinlich ein Hinweis. Jedes Wort verdichte, vereinfache ich, passend für dein Bewusstsein. Es ist langsam. Danke. Die Mehrzahl von Bewusstsein ist tatsächlich Bewusstsein, ne? Ich habe das nachgeguckt. Gut. Ja. Ah, das ist noch so ein Rotz. Was mit den... Aha. Den Schalter gibt's nicht, oder? Nee. Oder? Höchstens oben. Nee. Ups. Es wäre recht einfach. Ja, kannst halt nicht swappen. Oh. Tja. Das ist ja gemein. Da weiß man nicht, woran er stirbt. Ja, man muss halt... Ah, oh, fuck, wie muss man denn da fallen? Man müsste einen hier rüberwandern lassen und dann hier durchswappen zu dem hier, ne? Ja. Vielleicht was Simultanes. Hier könnte ich mir vorstellen, dass man sowas wie ein Dreieck braucht. Ich, ja. Und vor allem das Ding ist, der eine muss ja fallen. Also oben musst du ja so rumstehen, wie du jetzt bist, ne? Kannst ja nicht auf dem Kopf. Ja. Da komme ich ja nicht durch. Naja. Ist oben nicht noch so ein Pad, was einer rumdreht? Ah, doch. Okay. Doch, doch, oben ist noch eins. Ja, vielleicht ist es gar nicht so kompliziert. Meinst du, du weißt wie? Vielleicht. Komme ich da rüber? Also wir müssen im Endeffekt den hier kontrollieren. Der müsste halt hier stehen. Ne? Du kannst ja da auf die Planke einsetzen. Da? Die untere. Also unten. Und den. So. Ja, nee, aber auf der anderen Seite davon. So? Ja. Ja. Jetzt könnte ich natürlich einen hier hinsetzen, aber der fällt ja nach unten. Nach oben. Na, jetzt musst du einen auf die andere Seite bringen. Der ja, hier hin, ne? In den du dich rein swappen kannst. Legen. Muss man den...
nach links oder nach rechts bringen? Wen? Ich überlege gerade. Wie schaffen wir es? Wir bräuchten eigentlich sogar zwei, wenn wir da hochfallen, weil der stürzt ja ab und bricht sich die Knie. Na gut, aber wenn wir oben sind, können wir noch einen schnell platzieren, das ist ja kein Thema. Ja, wir brauchen dann halt einen dafür, ne? Ja, klar. Na, wir brauchen jetzt einen, der unten steht. Ja, den haben wir hier. Nee, oder aber hier. Andersrum steht auch. Also ich hole den jetzt nochmal zurück. Nee, das hat doch gepasst. Du kannst dich ja dadurch, dass du so Begrenzung hast, kannst du dich ja den ja unten hin und her bewegen. Ja, klar. Aber wenn ich jetzt einen setze, was mache ich jetzt? Wenn du jetzt ganz nach links läufst. Noch ein wenig? Na, nicht so weit. Ja, weiter komme ich nicht. Ja. Kurz bevor er halt über die Kante geht. Links an die Kante. Noch ein wenig, noch ein wenig. Soweit es halt geht, zack. Ja. So, jetzt drehst dich rum. Gehst ganz nach links. Ach so, du meinst während der Feld. Nee. Und jetzt platzier mal so weit, wie du dich reinswappen kannst in den nächsten. Wohin, hier hin? Ja. Also hier? Ja. Zack. Und jetzt versuch mal, ob du da nach rechts gehen kannst und auf die andere Seite. Das langt nicht. Sollte man nicht erst einen unten platzieren? Weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das wieder so eine Geschichte ist, dass man da wieder im Dreieck springen darf. Nein, unten. Das bringt uns halt nichts. Können drauf an. Wir müssen vielleicht. Nee, geht auch nicht. Wir müssen ja einen. Warte mal, ich habe eine Idee. Richtig setzen. Ich weiß nur nicht, ob das von der Entfernung hin passt. Ach ne, hier kann ich ja beliebig einsetzen. Dann setze ich den so weit wie möglich da drüben. Da. Da hoch. Den. Ach ne. Verdammt. Das geht nicht, scheiße. Ne, klar nicht. Ja, habe ich nicht dran gedacht. Aber. Ich kann. Ach nein, oh. Aber die Idee ist nicht schlecht. Versuch noch weiter, bevor du den da setzt, ganz kurz vor diesem, dass du runtergehst. Oder ist das doof? Ich glaube nicht. Ja, muss man nochmal neu starten. Ja. Jetzt kurz bevor du nach unten tappst, da einen platzieren. So. Ja, nicht ganz so, sonst fällt er ja runter. Ah, passt, okay, wunderbar. Ach, scheiße. Keine Ahnung. Warte mal. Ich kann noch einen setzen. Ich kann sogar noch zwei setzen. Ich könnte unter Umständen.
sterben. Gerade gedacht. Oh. Also ich setze wieder einen hier vorne. Was habe ich mir jetzt gerade gedacht? Ich habe mir gedacht, dass ich hier einen setze. Okay. Aber nicht so, dass er runterfällt. Also nochmal. Da. Ich weiß nicht genau wo, ich mach mal hier. Dann gehe ich hoch. Dann setze ich einen hier. Mhm. Ja. Na, vielleicht nicht, dass du in den unteren rein swappen kannst. Doch! Ah ja, klar. Bevor du den da setzt, geh weiter, dass du fast über dem stehst, dass du so eine Dreierlinie hast. Ja, aber wie soll ich das machen? Könnte. Den da hinten, der ist ja gut. So. Also erst hoch und dann den da. Und jetzt. Achso, ja. Mhm. Naja. Mal. Den möglichst weit nach links halt. Möglichst weit nach links? Ja. Sicher? Ja, noch geht's nicht noch weiter. Nee, da ist ja die Mauer. Ja, kannst du aber unter die Mauer vielleicht setzen. So, und jetzt switch mal hoch. Bin mir nicht sicher. Wie soll ich denn jetzt in den reinkommen? So, jetzt lauf nach rechts. Noch. Hoch? Nee, einfach nur, dass der nach rechts. Ach, den kann man sicher holen. Ja. Oh. So. Noch. So, und jetzt lauf vor und guck, ob du bis wann du in den. Nee, jetzt setz mal erstmal noch auf der anderen Seite ein. Der genau unter dem steht. So. Und jetzt nach links. Jetzt in den rein. Zack, nach links. Zack. Kann ich noch einen setzen? Ja. Gut. Jetzt in den rein. Ja. Ja, so jetzt. Und jetzt. Ja, jetzt muss man überleben. Jetzt einfach springen. Zack. Slow-Mo. Setzen und rein. Passt. Wunderbar. Haben wir doch noch einen geschafft in dieser halben Stunde. Gut, wir haben ein bisschen überzogen. Ach, das merkt man doch nicht. Nee, das war so. Die ersten 20 Minuten beschissen und dann haben wir es in 10 Minuten eins. Also, machen wir noch das andere und dann kommt der Brüller wieder, ne? Ja. Oder gibt's noch eins? Eins gibt's noch. Sogar mit Konsole. Gibt's wieder was zu lesen? Ja, für euch, zum Zuhören. Das war's von Teil Nummer 11. Wir haben ja doch ein bisschen was geschafft. Die Rätsel gehen mir tierisch auf den Sack. Aber so ist halt das Spiel, ne? Sagen wir, das Rätsel geht tierisch auf den Sack, ne? Ah, das davor ging mir auch aber auf den Sack. Das naja. Haben wir immerhin gelöst gekriegt. Immerhin, bis dahin sag ich ciao, viel Spaß beim Zocken und tschu tschu.